Elisabeth Evgenie Amalie von Wittelsbach, im Volksmund auch Sissi genannt, wurde am 24. Dezember 1837 als zweite Tochter des Herzogs Max Joseph in Bayern und der bayerischen Königstochter Ludovica Wilhelmine in München geboren. Solange Sissi bei ihren Eltern und Geschwistern lebte, war sie glücklich und unbeschwert. Im Alter von 15 Jahren lernte sie bei einem Familientreffen ihren Cousin, den jungen österreichischen Kaiser Franz Josef I., kennen. Er verliebte sich sofort in sie. Am 24. April 1854 heiratete das Paar in der Wiener Augustinkirche. Sissi am 21. August 1858 ihre wichtigste Pflicht erfüllte und den Kronprinzen Rudolf zur Welt brachte, hatte sie schon zwei Töchter, Sophie 1855 und Gisela 1856 geboren. Sophie starb jedoch im Alter von 2 Jahren. Sobald 1860 Gerüchte um eine Affäre des Kaisers bekannt wurden, verließ Sissi Wien. Sie unternahm viele Reisen und so weiter nach Ungarn. Sie verliebte sich in das Land, in die Sprache und in die Menschen. Bevor Franz Josef 1867 zum König von Ungarn gekrönt wurde, vermittelte Sissi in dem langjährigen Konflikt zwischen Budapest und Wien. Dieser politische Erfolg brachte das Kaiserpaar wieder näher zusammen. Am 22. April 1868 kam ihre jüngste Tochter Marie Valerie zur Welt. Nachdem sich Rudolf, ein sensibler junger Mann, 1889 das Leben genommen hatte, litt Sissi einige Zeit unter starken Depressionen.
Ihr eigenes Leben nahm ein tragisches Ende, als sie 1898 im Alter von 60 Jahren von einem italienischen Anarchisten am Genfersee ermordet wurde.